Fungus, Fungus, Fungus. Wo muss ich denn überhaupt hin? Nee, nicht Polaris. Ich mach die Hauptmission noch weiter. Ich schaff das noch. So, vernichte den Fungus. Das machen wir noch und dann haben wir alle Nebenquests erledigt. Wo soll denn überhaupt sein? Ich hätte mir vielleicht vorher mal die Beschreibung durchlesen sollen. Im Krankenflügel des Illusionsfängers. Da war ich doch erst neulich. Also, was heißt neulich? Aber da bin ich. Da bin ich durchgelaufen halt. Logistik. Die gute. Lass die gute Scheinbar in Ruhe. Die tut auch nur ihren Dienst. Mit der sollte man auch viel öfter reden mit der Scheinbar. Die ganzen Proteinsachen haben wir auch nicht mehr, oft nicht mehr zum Malprüfen. Sie kosten das Dreifache. Gut, dass ich jetzt das lese. Das sind wir über mein Thema Abnehmen. Also das Einzige, was ich extra esse mit, für Proteine, sind Eier. Und... Oh, ich habe noch gar nichts davon gemacht. Eier und Fisch. Aber größtenteils, weil ich Fisch mag. Medical Wing. Genau, hier war ich schon. Ach, das ist wieder so ein Ort, wo ich eventuell meinen Granatwerfer nicht nutzen kann. Das ist total ärgerlich. Aber schön hell ist es hier, mein. Das ist das Problem, wenn du normalerweise halt so ein Gebäude so aus so Beton bauen würdest. Ist der Fungus auch? Na gut. Zeit zum Aufräumen, sagte sie und zog die Waffe. Hier in diesem Scheißraum war ich da schon ungefähr 5 Mal. Wenn du normalerweise ein Gebäude aus Beton bauen würdest, dann wäre es halt total dunkel, ne? Also es ist so viel Licht. Also gerade diese indirekten Lampen, wo von oben dieses extrem helle Scheinen ist. So, vernichte Fungus. Ich sehe exakt 0 Fungus bis jetzt. Hm. Ja, und diesen Raum war ich auch noch nicht. Das ist ja schön. Oh. Ich sollte wahrscheinlich einfach nur mit meinem Granatwerfer hier lustig in irgendwelche Räume reinballern und mal gucken, was so explodiert. Bestimmt das Einfachste, oder? Tatsächlich habe ich gerade irgendwas getroffen. Ich weiß nicht, wie weit das hier, wie tief das hier geht. Zeit vor Blau soll ich hier schon wieder mit rund. Hm? Na, hier ist es, zählt nicht als Krankflügel. Was? Fisch? Ja. Das System hatten wir noch neulich schon, dass das Fisch eigentlich total ungesund ist. Weil der halt modern prozessiert ist, beziehungsweise halt gezüchtet wird. Aber ich esse trotzdem gerne Lachs. Also endlich esse ich nur Lachs. Der ist das so Fisch enthält halt auch viel Proteine, ne? Funktioniert. Jetzt musst du ja scheinbar auf Englisch reden. Es könnte durchaus sein, dass du nur Englisch redest. Geht's hier noch weiter? Ne, hier hört. Schön wieder der. Naja. Ein so ein scheiß Pilz fehlt hier irgendwo noch. Mino! Das war beim letzten Mal, wo ich diese dummen Pilze gesucht habe, auch so ein Problem, ne? Dass ich diese dämlichen Dreckspilze einfach nicht finde. Das sind halt so diese klitzekleinen Böbbeln, die irgendwo an der Wand hängen. Und die ich hier einfach nicht wahrnehme. Aber so eine beengten Räumlichkeiten mit einem Granatwerfer rumzuhantieren, ist vielleicht auch nicht so die beste Idee. Ich nehme schon alleine Schaden, wenn ich zu nah dran stehe an den Ding. Hinter dir burn den Raum mit den halb zugeschimmelten Luke, da ist gerne mein Fokus noch hinter dieser Luke. Halb zugeschimmelte Luke. Ja, hinter mir ist leider gerade ein bisschen schwierig. Halb zugeschimmelte Luke. Das Ding da? Ernsthaft! Oh, 3 Skillpunkte, das ist geil. Danke für den Tipp, Goku. Darauf wäre ich jetzt erstmal so schnell nicht gekommen, ne? Guck mal, diese Dinger hier, die machen diesen Ort hier irgendwie cool, weil das halt so eine hellen, immer wie so eine grellhellen Dinger, die halt indirekt Licht machen. Und das würdest du halt in der Realität niemals hinkriegen, so. Boah, ich hasse diese dummen Personenkontrolldinger, das ist, da kann ich nichts durchwerfen. Und ich nehme halt immer Schaden, wenn ich da durchschieße. Das
sind die schlimmsten von allen, diese Drecksdurch... Das war hier bei dieser Schwarzsteinverarbeitung war das auch. Das war die eine Stelle, wo ich irgendwie zweimal gestorben bin, weil ich die Leute einfach nicht vernünftig diese Gitter erwische. Egal, wir können das leveln, dass wir Mirella durch ihn werfen können. So, das ist auch passend, weil das können wir nicht direkt mit unserer Hauptquest weitermachen. Wir müssen zurück in die Dimensionsforschung zum Roten Sand. Das Backseat-Game, dieses Mal Timeout ich dich, Gugu. Na schön. Mit vielen Spielen wäre das möglich, denke ich, aber es wäre viel zu aufwendig. Das so hell zu machen? Ist das so ein InDesign-Ding? So. Was bei Benutzung von Steuern kannst du drücken, um zusätzliche Objekte zu tragen. Hallo, haben wir die? Also, wie jetzt? So? So? Wie kann ich die einzeln werfen? Also, es ist schön, dass ich jetzt so drei Objekte habe, aber wie kann ich mehrere werfen? Habe ich noch mehr von diesen Explosivdingern hier? Oder da ist noch einer? Der steht. Ah, hier ist einer. Eins. Zwei. Das ist aber auch saugefährlich, wenn die auf die schießen, wenn du mit diesen Dingern hier durch die Gegend rennst, ne? Ich glaube, ich finde leider nicht noch ein Ding, was explodieren kann. Das ist schade eigentlich. Steht hier vorne irgendwo eins? Wie kann ich die denn werfen? So nicht. Ob wir jetzt gleich in irgendeiner Wüste landen? Bin ich ja mal gespannt, wo wir jetzt rauskommen. Hier war eine Tür. Sie führte an den Ort, zu dem Dylan und ich gingen, an den der Projektor uns brachte, wo wir dich trafen. Die Behörde hat hier dieselbe Tür geöffnet, aber nur ein Echo verbleibt. Bist du nahe? Direkt auf der anderen Seite? Aha. Oh, will ich da einfach hin? Ich mache trotzdem diese Tür hier auf. Achso, das macht nicht die Tür auf, sondern das bringt den Fahrstuhl runter. Da ist er, sehr cool. Der Dia-Projektor? Na, der Dia-Projektor selbst ist ja anscheinend nicht hier, oder? Aber was schön ist, der Sand scheinbar durch die Tür ging. Oh, achso, der Dia-Projektor projiziert von da oben vom Projektorraum, wo der nicht mehr da ist. Stand away from frame when emergency lights are on. Okay, ich sollte, glaube ich, meine Nahkampfwaffen mitnehmen, sonst wird das hier, glaube ich, schwierig. Ich warte übrigens immer noch auf den Kameraraum, ne? Also, wo die ganzen Teile auch liegen. Projektorraum. Weil die Behörde hat ja... Hat ja wirklich viele Kameras, ne? Yay, aufschlussreiche Muster. Huhu. Na, der stellt sich Google jetzt die ganze Sekunde, wenn jetzt was passiert. Hat er? Ich hab da nicht mal weitergeguckt. Der Kameraraum ist bei zu Hause. Ich mag diesen Mantel hier, der hat irgendwie was. Hm, gelb. Das ist teilweise bestimmt ziemlich lästig, diese ganze 80er Jahre Technik mal zu benutzen, oder? Findest du das irgendwas sagen? Ist das ein Space Invaders Ding? Na, egal. Oh, massive Schwarzsteinbinde. Ah, der Projektor ist nicht da. Der Projektor ist nicht hier. Wurde wieder weggeschafft. Was hat Darling damit gemacht? Ich muss das rausfinden. Der steht ja hoffentlich nicht in seinem Büro. Aber schön, dass der Projektor seine eigene Schwarzsteinfläche hat. Das projizierte Bild jedes Tieres ist eine total andere Dimension.
Nur ein Dia ist noch übrig. Dylans Schwester verbrannte sie in Ordinary, bevor wir agieren konnten. Es trägt... So, mal, jetzt können wir mal hier... Diorum 36. Dum. Das projizierte Bild jedes Dias ist ein physisches Portal zu einer anderen Dimension. Nur ein Dia ist noch übrig. Dylans Schwester verbrannte sie in Ordinary, bevor wir agieren konnten. Es trägt die Inschrift Farb-Dia-Film, diese Seite zum Bildschirm. Und die Zahl 36. Die Topographie des Dia-Raums 36 weist tiefe Wellen auf. Auf dem Dia und in der Entfernung ist eine Formation aus 5 Säulen, wie grob ausgestreckte Finger. Es gab Verluste auf unserer ersten Expedition. Kommunikation ist ein Problem. Dort gibt es keinen Ton. Als wäre man taub. Und Radios funktionieren nicht. Korrektur, eine Resonanz aus unbekannter Quelle, teilweise im hörbaren Frequenzbereich. Sie verhält sich unberechenbar und ihre Feedbackschleifen können Menschen zerfetzen. Trench behauptet, er hörte noch mehr. Blut floss ihm aus den Ohren. Unsere Geräte erkannten nichts außer der ursprünglichen Resonanz. Und Trench fand nichts bei medizinischen Tests. Wahrscheinlich würden wir auch mehr hören. Farb-Dia-Film, diese Seite zum Bildschirm. Also ist das auf Deutsch, der Text, der da drauf steht? Ah, da kommen wir her. Ich krieg doch ein Resonanzlabor. Kann ich jetzt hier den Shortcut freischalten? Na gut, so viel dazu. Das Dynamit-Darling-Video? Das hatte ich, glaube ich, noch gar nicht. Sprengt das sich über am Ende in die Luft? Noch mehr von diesen lustigen Würfeln. Oh nein, ich... Was? Classified? Warum ist das eine Classified, der eine Würfel? Da hinten ist wieder so ein dummes Schloss. In der Spiegelwelt gibt es auch noch ein Dings, was ich nicht aufkriege. Dia-Projektor-Tests. Federal Bureau of Control. Der Dia-Projektor funktioniert nur mit Dia 36. Logischerweise bedeutet dies, dass das Dia selbst ein Teil des Objekts der Macht oder ein eigenständiges gewandeltes Objekt ist. Aber ich musste natürlich sicher gehen, dass keine anderen Dias funktionieren. Ich musste es probieren. Ich dachte, Emotionen hätten etwas damit zu tun. Verbindung, Geschichte, Liebe. Ich habe die alten Dias meiner Eltern mitgebracht. Geburtstagsfeiern, Urlaub bei den Niagara-Fällen, mein erster Schultag, solche Sachen. Es waren 2 Kartons voll. Ich musste eine Stunde lang in der Garage suchen, um sie zu finden. Habe ich nicht einmal daran gedacht, sie mir anzusehen, seit sie gestorben sind. Ich habe sie alle probiert. Ich habe gewartet, bis abends alle Mitarbeiter weg waren. Ich blieb in der Kabine stundenlang wachen, probierte jedes einzelne aus. Projektor aus, Dia raus, Dia rein, Projektor an, nichts passierte. Projektor aus, Dia raus, Dia rein, Projektor an, nichts passiert. Liebe war nicht der gemeinsame Nenner. Es gibt keinen Zusammenhang, den ich erkennen kann. Vielleicht ist es Dia an das Objekt der Macht. Vielleicht ist der Projektor nur ein Zubehör. Vielleicht ist es nicht wichtig. Warum musste dieses verdammte Girl die anderen Dias verbrennen? Das könnte Jesse gut beantworten. Oh, sogar mit Feldbett. Das Darling hat das... Das sieht schon sehr manisch aus, ne? Diese Dingens hier. Da steht der Kaffee in der Zeitung. Der hat hier gewohnt, ne? Don't touch. Hedron-Verwahrung. Hedrons und die Hedron-Resonanz sind wohl die größten Vorteile, welche die Behörde jemals hatte. Die Sicherheit von Hedron ist unglaublich wichtig. Deshalb war wir... Sie haben irgendwas von der Mehrheit der Mitarbeiter der Behörde? In diesem Bericht sind die Verwahrungsprozesse beschrieben, die für die Hedron-Isolationskammer erforderlich sind. Dazu täten die Pumpen vom Northmore Containment Dingsbums in der Isolationskammer technisch Instandhalten der Resonanzsauge und die Anordnung der Akustiksäulen, um den Schallbereich der Kammer zu dämpfen und zu verstärken. Anmerkung. Weitere Informationen über das ordnungsgemäße Betriebsprozedere der Resonanzsäuge folgen im Bericht in Kürze. Die können wahrscheinlich alle Fähigkeiten disablen. Also ich sehe schon kommen, dass ich gleich keine Fähigkeiten mehr habe, ne? Wenn ich hier irgendwie einmal in die Hedron-Resonanzsäulen laufe. Wenn die das Zischen unterdrücken können? Was ist denn das hier eigentlich? Ein Ventilator. Hm. Aber gut, dass da noch ein Bild daneben klebt. Wie müssen wir das dann machen? Das ist rechts, ne? Also muss ich... Quatsch.
Fuck. Ach scheiße, da links ist ja auch noch ein Strich. Ah, Mist. Expedition 3. Wir orteten die Quelle der Resonanz in Dia-Raum 36. Es ist ein Wesen, ein lebender Organismus von beträchtlicher Masse. Ich nannte es Hadron aufgrund seiner Gestalt. Hadron. Wir haben sowas noch nie gesehen. Warst das du? Hat er dich hergebracht? Hast du mich deshalb hergebracht? Du bist hier. Du bist hier. Sie haben dich. Ich kenne dich. Damals, aus Ordinary. Hätte nie gedacht, dass wir uns noch mal sehen. Der Körper? Moment, ich komme. Okay, wir haben anscheinend neue Multimedia-Sachen, die wir uns angucken können. Letzte Nachricht. Ne, erstmal Hadron. Ja. Expedition 3. Wir orteten die Quelle der Resonanz in Dia-Raum 36. Es ist ein Wesen, ein lebender Organismus von beträchtlicher Masse. Ich nannte es Hadron aufgrund seiner Gestalt. Der Teil, den wir wahrnehmen. Ich glaube wirklich, die Resonanz, die es ausstrahlt, die Frequenzen, wir haben sowas noch nie gesehen. Wir haben ihm einen Behälter gebaut und brachten es her. Das verändert alles. Es übersteigt unseren Verstand. Wir haben so viele Fragen gefunden hinter dem Loch in der Wand. Mein Leben wird... Ich gehe nie wieder heim. Mhm. Und jetzt haben wir noch die letzte Nachricht. Oh, Darling nackt. Ich bin Dr. Caspar Darling und das ist meine letzte Nachricht. Es ist nicht das Ende. Aber hiernach werde ich nicht. Ich habe mich der Hadron-Resonanz vollständig ausgesetzt. Sie verändert mich. Ich habe gesehen. So unglaublich viel gesehen. Im Diamant 36 stoppte Hadron die Ausbreitung eines anderen. Es ist schrecklich. Ohne Zweifel. Eine andere Quelle der Resonanz. Trench war diesem anderen ausgesetzt. Und es wird sich ausbreiten. Ich tat alles, was ich konnte dagegen. Die Hadron-Resonanzverstärker. Ich weiß nicht, ob sie was nutzen. Ich werde fort sein, wenn es passiert. Ich hätte Emily alles sagen sollen. Ich gebe noch eine letzte Lektion. Etwas Wunderbares, vielleicht.
Also ich finde auch, dass er ganz schön buff aussieht dafür, dass er Wissenschaftler ist, ne? Aber das, der Schauspieler ist, glaube ich, gar nicht so alt, oder? Der Song, das ist der Anfang 40. So, das ist also Hedron. Und es lässt Dinge schweben? Ne, die ganze Landschaft verändert sich, ne? Ich bin Dr. Caspar Darling und das ist meine letzte Nachricht. Ach, da läuft die auf dem Fernseher an. Warum wir dieses Multiplex kriegen, ne? Das ist ne? nicht das Ende. Aber hiernach werde ich nicht. Schmieren wir uns jetzt in die Bunde. Was? Alter, hat mir das Thema nicht gerade geklärt? So, funktioniert jetzt hier mein Fahrstuhl? Wo ist jetzt der Scheiß... Wo ist jetzt der Diaprojektor hin? Oder so die Hedron-Kammer? Ach ja, die ist jetzt... Oh. Die Dinger kann ich ziehen, wa? Hier durch? Hier spüre ich dich sehr deutlich. Darling hat die Tür mit diesem HRV verriegelt. Ich muss ihn entfernen. Ja, bist warte mal. Sicher? Okay, ich komme. Warte. Wenn das der große HRV ist, das ist der große Hedron-Resonanzverstärker, der die ganze Behörde am Leben hält. Er meinte, er hat nur einen. Das Ding, die Behörde am Leben erhält, dann verdamme ich doch alles damit, oder nicht? Oder nicht?